We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. So, damit ein maximales Willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Ja, diesmal brechen wir nicht in das Büro des Direktors ein, sondern in das ganze Schwimmbad. Und das könnte ziemlich spaßig werden, aber auch vielleicht gefährlich. Go Otters. Go Otters, go, go, go Otters. Okay, haben wir aber gar nichts mehr, ne? Nö, okay, dann reden wir mal direkt mit Chloe jetzt. Boys or girls? Also eigentlich würde ich jetzt als Mädchen sagen, Jungenumkleide, aber dadurch, dass ich ein Junge bin und ich mal so sehen will, was die Mädchen so in ihren Spins haben, gehen wir in die Mädchenumkleide. Girls, of course. Girls? Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Ooh la la. Okay, kommen wir hier rein? Warte mal, was ist das? If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Belohnung. Suche verzweifelt nach meinem gestohlenen Rucksack mit Schulbüchern und neuem Tablet. Ich brauche ihn für den Unterricht und mein Tablet hat persönliche Bilder meiner letzten Katzen. Möge sie in Frieden ruhen. Also werde ich dafür eine Belohnung aushändigen. Es werden keine Fragen gestellt. Wenn du irgendwas weißt oder mir meinen Rucksack zurückgeben möchtest, hast du jetzt meine Kontaktdaten. Bitte. Oh man, ist halt schon scheiße. Denn mit Tieren, das ist immer so eine Sache. I actually don't have the time to investigate this caper. Schwimmbrille verloren. Ich gebe zu, da ich ein Dummkopf bin und meine Flexi-Wharf-Schwimmbrille verlegt habe. Wenn du sie findest, bekommst du ewige Dankbarkeit und einen $25 Bean-Hip-Kaffee-Geschenkkarte. Kontakt Rysirion, Airsirion at blackholeacademy.ed. Aha. Was ich jetzt ganz kurz gucken will, wir haben noch bestimmt einen neuen Tagebucheintrag, ne? Ja, genau. Genau, hier geht's dann weiter. So cool durch die Gänge zu streifen, wenn alles dunkel und still ist. Auch wenn so viele schreckliche Dinge um uns herum geschehen, fühlt es sich so an, als würden Chloe und ich in einem großen Mysterium des Universums auf die Schliche kommen. Viel größer als wir. Aber irgendwie sind wir als Meisterspione ziemlich schlecht, weil wir keinen Schlüssel zum Büro des Directors hatten. Aber kein Problem mit meiner Rückspulkraft. Und natürlich Dr. Warren Graham. Er kam mit irgend so einer Minibombe aus Natrium, what the fuck ever. Ich habe wahrscheinlich beim Zusammenbau dieser Bestandteile mehr gelernt als im ganzen Semester. Tut mir leid, Miss Grant, Warren ist der beste Schüler. Er hat versucht, so gut es geht zu helfen, vielleicht zu gut, aber wäre es daran heute so schlimm? Ich bin echt froh, dass er in meinem Team ist. Wo wir gerade über das Sancto Sanctorum, danke Lateinunterricht, den ich nur knapp bestanden habe, von Blackwell reden. Ich habe mich richtig komisch gefühlt, um Mitternacht im Büro des Directors zu sein, seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie stand voll drauf. Wir hätten verhaftet und ins Gefängnis geworfen werden können. Um Himmels Willen, ich tat einfach so, als wäre das eine Spezialzeuge von Die Zauberer von Waverly Place. Kennt das noch jemand mit Selena Gomez? Oh Alter, ey, langes her. Du weißt ja, ein paar bekloppte Sherlocks die Schule aus guten Absichten untersuchen. Ja, das hat geholfen. Obwohl wir nicht den Beweis gefunden haben, haben wir in Nathans Ordner eine seltsame Zeichnung gefunden, auf der nur Rachel in der Dunkelkammer stand. Das beweist, dass Nathan etwas damit zu tun hat. Oder er ist einfach geisteskrank. Aber seine Notiz weist auch auf David Madsen hin, was bedeutet, dass wir unbedingt an Davids gesicherte Geheimakten kommen müssen. Für einen guten Zweck. Aber Chloe kann sich einfach nicht helfen und hat doch tatsächlich 5 Riesen aus dem Behinderten vorgenommen. Weil es dafür benutzt wird, oder? Ich glaube nicht, dass es einen schnelleren Weg in die Hölle gibt, aber Chloe kann damit ihre Schulden bei Frank bezahlen. Ich werde eine Möglichkeit finden, es dem Fort zurückzuzahlen. Schließlich ist die Rettung eines Lebens wichtiger. So auch meine Gepflogenheit mit Chloe. Auf alle Fälle sind unsere Schicksale miteinander verknüpft. In guten wie in schlechten Zeiten. Eher in schlechten. Okay. Haben wir das auch erledigt? Hier kommen wir nicht rein, ne? Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal mit zu den Mädchen. Okay, das ist unsere Taschenlampe. So, schauen wir uns doch mal hier mal um. Was haben wir hier für ein Spinn? Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Das amerikanische Drive-in Fair. Okay. Das ist ja die schlaue, wisst ihr? Die, wo, glaube ich, auf Warren steht und die Max ja so hasst. Haben wir sonst noch irgendeinen Spind? Ja, da ist noch was. T-Shirt. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Ihh, Alter. Bei Mädchen gibt's sowas auch. Otters eat the wit. Beavers. It burns. Aha. Victoria-Schließfach. Aha. Da wird schon interessanter. So, Victoria's secret is selfies. Alter, das... Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Hat sie recht, aber da sieht sie einfach aus wie ein Affe, ne? Wie ein kleiner, hässlicher Affe. Handtücher.
Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Mhm, was haben wir hier? Flossen? Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Ja gut, man weiß es nicht, ne? Oh, da ist Kate Schließfach. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Arcadia Bay Buslinie, eine Portland-Fahrkarte. Verfällt am 31. Dezember 2013, 18 Dollar. Ja, mit 18 Dollar kommst du aber nicht weit, oder? Sonst ist hier gar nichts, ne? Nee, okay. Ah, da liegt noch eine Socke. Where does that other sock go? Wahrscheinlich in der Waschmaschine, da wo sie auch schon ganz schön viele andere Sachen gefressen hat. If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für Jungs, Frauen, Blackwater Academy Schwimmbad. Aha. Interessiert mich ein Scheiß gerade. So, was gibt's hier? Graffiti Victoria Chase Rules. This isn't a desperate cry for attention or anything. Seifenspender Spiegel, das gucken wir gleich. Was haben wir hier? Irgendwas. Da steht was. Rachel abides. I hope so, friend. Oh, da hat sich gerade die Kamera aber ganz schön schnell bewegt. Okay, also nicht so viel jetzt hier. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ja, aber wie eine Süße, ne? Wie eine süße Schülerin. Okay, da sitzt Chloe. Können wir denn jetzt noch zu den anderen gehen? Da ist das Lifeguard, da will ich aber noch nicht hin. Hier geht's zu den Jungs rein, oder? Liegt da was? Ah, ne, das können wir nicht benutzen. Okay, hier steht das gleiche wieder. Oder können wir da irgendwas anderes machen? This one is almost empty. The guy, Max Caulfield, Moral Avenger. Or self-righteous hypocrite. Huh, it's nice to know Victoria loves something besides herself. Victoria läuft so dick. Mhm. Sehr interessant. Max ist a Feminazi. Welcome to 1950. Na, was haben wir hier? Warren Graham. I bet you do. Mhm, sicherlich. Okay, hier ist dann sonst aber gar nichts mehr. Gehen wir mal in die Umkleiden. Was haben wir hier schon wieder? Sometimes. Aha. Logan Schließfach. I guess I should consider this evolution. Dana, ich weiß, dass ich ein Arloch bin, aber ich sorge mich noch um dich. Alles Liebe, Logan. Oh, die ganzen Post-its von Logan sind echt witzig teilweise, ne? I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Okay, da ist... Ach, jetzt können wir Jacke... Ah, ne, achso. Die konnten wir schon vorher ansehen, bloß hat man die da nicht gesehen. Hier ist auch gar nichts drin. Da ist wieder Graffiti. Ne, E-Zigarette. Some poor hipster lost their vape. Okay. Und hier ist Warren Schließfach. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Oh, Max, weil er auf die steht. Es ist so schwer zu übersehen. No way am I touching Zach's jersey. Sonst... Ach nee, da ist noch was. Ein Handy ist das, oder? Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Hey, danke schlimme... Hey, denke schlimme Dinge über dich. Cool, was trägst du? Nur mein Kristall als Kette und mein Handy. Scharf, was trägst du? Ich und Umkleide tragen nur ein Leibchen, sitze auf meinem Football. Aha. Ein bisschen... Oh, war ich jetzt eigentlich schon durch? Zach is really ja, careless. Ja, ja. Oh, okay, da geht's nicht weiter. Happens when I'm around? Schwimm... Hilfe. This must be for training kids. Mhm. Oder für manche Dummköpfe, die es nicht hinkriegen. Oh, Nathan Schließfach. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Okay, gut. Jetzt haben wir uns hier aber wirklich mal komplett umgeschaut. Sechs mehr. Boys locker room is right. Okay, jetzt gehen wir mal noch in diesen einen. Was? Dana needs a baby daddy. Mhm. Alles klar. So, ich rede gleich mit Chloe. In case I run out of air, I know where to come. Ich will mich aber erst noch kurz hier drin umgucken. Becher. Coffee and swimming. Good combo. Mhm. Durchsuchen wir mal, was ist hier? Yes, we get it. Otters. Otter Power. Ist ja nichts Neues, das kennen wir ja auch schon. Oh, was haben wir denn hier? Now I have the power over light and death. Was passiert denn, wenn wir hier einschalten? Ah, nice. Oh. Die hat sich jetzt aber schnell umgezogen. Na,
Alter, manchmal spackt die Maussteuerung ein bisschen. So, the big plan is win. Erstens gewinnen, zweitens gewinnen, drittens gewinnen. Ist aber letztendlich eine richtige Einstellung. Man muss bloß gucken, dass man nicht dabei zu arrogant rüberkommt. So, jetzt ab man ins Wasser, Alter. Das ist so cool mit dem ganzen Licht hier. Können wir die nicht reinschmeißen? Okay, wir selber können auch nicht ins Wasser. Na toll. Hey, ich will... Ja, dann los, ich will auch. Ich will rein. Hey! Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. Ist schon cool. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Was wäre, wenn ich gezögert hätte? Dank dir. Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump, but you would be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolut. Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren ist nett. Du bist der super Bro. Komm, reden wir mal mit Warren. Warren is nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Klar, wenn da der Pool die ganze Zeit beheizt ist, ne, man geht dann raus und wird schon kalt. Ich finde, dass Chloe übrigens coole Tattoos hat. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Uh-oh. Hide! Fuck. Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Verstecken, aber wo? Hier hinten, oder? Kann man nicht das Licht ausmachen? Oh, warum kann man denn das Licht nicht ausmachen? Gott, macht das Licht da... Ich habe keine Ahnung, wie man das Licht ausmacht, ne?
F? Nein. Oh Gott. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ne? Ist er da vorne? Move, Max. Don't waste your power on getting busted. Müssen wir woanders hin oder was? Aber wohin denn? Ach so, wir müssen raus. Ach so. Das wusste ich nicht. Are you shitting me? Oh fuck. Ich hab gedacht, der ist schon drin. Dude, hide. Like when we were kids. Okay, jetzt nochmal schnell aufs Klo. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt haben wir nämlich auch die Hello? Taschenlampe aus. Uah. Schneller rein. Oh Gott. Bloß ruhig sein jetzt. Hello? Anybody there? Nein. Oh, Alter. Oh Gott sei Dank, geht weiter. Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. Ich hoffe, dass Chloe nicht geschnappt wird. Oh, wir sollten uns verpissen, oder? I got a flashlight and a stick. Kommt der zurück? Wenn der drüben ist, müssen wir gleich zurückgehen. Müssen wir gleich rausgehen. Okay, er geht weiter. Oder? Ja gut, er geht wieder raus. Dann geht es doch bestimmt rüber zu den Kerlen, oder? Chloe, wo bist du? Der chillt da draußen noch, ne? Oh Gott. Alter, bitte lauf weg hier, wenn er mich zurückspulen. Läuft er rüber? Ja, der läuft rüber, ja. Geh da rein, komm schon, Kollege. Ja gut, oder wir spulen die Zeit zurück, ne? Und kommen einfach raus. Aber ich will... Ach, da hinten ist Chloe. Gott, ich hab die gar nicht gesehen. We are so invisible. Ah, okay, die rennen ganz woanders weg. Komplett gegen meinen Plan heute. Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Oh Mann, jetzt schnick sie weg hier. Oh, schnell, 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 Chloe, fahr los, komm schon. Komm schon, gib Stoff. Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Hm, gut gemacht, das war schon ziemlich cool, ne? Sky on your side.